Peter Danzberg schoss den MSV mit seinem legendären Tor zum 2:1 bei Hamburg 07 nicht nur in die 1963 neu gegründete Bundesliga. Er gehörte in der ersten Saison auch zu den Meidericher Jungs, die sensationell deutscher Vizemeister wurden. Detlef Pirsig kam ebenfalls aus der eigenen MSV-Jugend und bestritt 1966 sein erstes Bundesligaspiel. 336 Mal zu erfolgen. 1975 führte Pirsig unseren MSV als Kapitän in das Endspiel um den DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Peter Danzberg und Detlef Pirsig haben den Meidericher Spielverein geprägt. Erst als Spieler, später in vielen anderen Aufgaben, etwa als Jugendtrainer oder Sportdirektor. Eure Familien wünschen wir in diesen schweren Wochen die nötige Kraft. Ihr fehlt uns. Danke für eure Zeit. Die Zehnerstreifen, Jungs. Und jetzt macht's gut da oben.